Hallo, hier ist die Anja mit dem versprochenen Bonusvideo zum ewigen Kalender. Ich wollte dir ja zeigen, wie du diesen Kalender auch zusammenbinden kannst, wenn du keine Sinnspindemaschine hast. Der Schritt, den ich dir hier zeige, der knüpft quasi bei Minute 47 Sekunden an das eigentliche Video an. Da geht es dann los mit der Sinnspindemaschine und entsprechend würdest du dann mit dieser Anleitung weitermachen. Im Grunde brauchst du dafür nur eine Vorlage, wo genau du deine Löcher hinmachen musst. Und da habe ich jetzt noch mal hier ein übriges Kalenderblatt von meinem Kalender. Und da siehst du diese Rechtecke, die sind ja 5 cm breit und die drei Löcher sind gleichmäßig verteilt. Das heißt, der Abstand von oben ist bei 0,7 cm, also da sollte die Mitte von deinem Loch sein bei 0,7 cm, damit du genug Rand oben hast. Das mittlere Loch ist auch genau in der Mitte dann bei 2,5 cm und die beiden anderen Löcher sind jeweils 1,25 cm vom Rand entfernt. Dieses Maß bezieht sich immer auf den Mittelpunkt deines Lochs. Das misst du dir dann genau aus und machst dir deine Markierungen auf deinem Rechteck und dann kannst du das auch mit einem normalen Bürolocher oder mit einer Lochstanze dir ausstanzen und als Vorlage benutzen für alle deine Kalenderblätter. Für das große Teil, den Ständer, an dem wir dann die Blätter aufhängen wollen, machst du das im Prinzip ganz genauso. Du legst es hier am Rand an, machst dir dann eine Markierung in der Mitte vom Loch. Dann kannst du hier seitlich das Ende von deinem Rechteck markieren, gehst dann ein bisschen weiter als die Markierung, denn die Blätter nebeneinander sollen sich ja nicht ins Gehege kommen. Machst dann die nächsten drei Markierungen und so wiederholst du das noch zweimal, bis du dann am Rand angekommen bist. Die Bleistiftmarkierungen kannst du dann wieder wegradieren, diese drei hier, und die anderen lochst du ja sowieso aus. Und dann kannst du das schön gleichmäßig und in Ruhe auslochen und dann hast du genauso wie mit der Sinnspindemaschine alles schön gelocht. Bindedraht kannst du im Prinzip auch da einfädeln und dann von Hand zusammendrücken. Dann wird das wahrscheinlich nicht ganz so rund als mit der richtigen Maschine, aber das würde zur Not auch gehen. Was du aber auch machen kannst, und das zeige ich dir nochmal bei einem anderen Kalender, den ich gemacht habe, statt Bindedraht einfach ein schönes Schleifenband nehmen und durch die Löcher durchfädeln und dann zusammenknoten und dann funktioniert das Ganze auch. Wie auch immer du deinen Kalender bastelst, ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt.